Fertig. Sven. Hi. Na? Oh, voll ist ja mein Bein eingeschlafen. Okay. Ja? Und ich saß. Okay. Und ich wollte aufstehen. Ja. Und dann hat das so krass gekribbelt, dass ich einfach umgefallen bin, wie so ein Baum. Nice. Also, mit eingeschlafenen Beinen laufen, das ist... Oh, nee, das ist schwierig. Das kenne ich. Das habe ich immer am linken Bein. Ich auch. Immer das linke. Immer das linke Bein. Mhm. Und wenn ich laufen will, entweder schleife ich das hinterher, oder ich versuche so ein paar Schritte und falle dann einfach um und bleibe so lange liegen, bis es wach ist. So trotz Reaktion. Ich kann warten. Ja. So wie, ich habe vorhin 15 Minuten gewartet oder so. Will nur. Ja, so. Ich dachte mir, Yannick streamt zwar gleich, aber ich warte jetzt. Ja, bei Ben, ich gebe ihn schon. Ja. So. Jetzt ist besser. Ich packe das nämlich immer auf den Tetrapack, die Kamera. Weil die Kamera ist dann so hoch. Weil ich hab ein Stativ, aber das ist viel zu niedrig. Aha, kannst du das Stativ nicht höher schrauben? Nee, so hoch nicht. Und das Tetrapack habe ich jetzt einfach nochmal, das war leer, jetzt habe ich einfach nochmal mit Wasser befüllt, damit das schön fest ist. Also sonst dreht sich das so leicht. Ja. Die Fuchs. Ja, und ich habe meine Hände nochmal gewaschen, weil ich habe gerade Baguettes gegessen. Wenn du was mit der Hand isst, weißt du ja selber. Genau. Deswegen Hände gewaschen und jetzt halt nochmal, also für keinen Baguette-Bruch drauf arbeiten. Richtig. Ich schneide Monster Hunter, Monster Sanctuary Demo der Woche und von Utopia. Ah, okay. Guten Abend, Schein. Nicht schlecht. Ja, da überhitzt. Dann ist wahrscheinlich auch luftgekühlt, ne? Und wann leiden wir zusammen? Eventuell nicht morgen wohl Zeit. Eventuell. So. Ich glaube, morgen muss ich wahrscheinlich gut Zeit haben. Goodie. Ich habe jetzt hier einmal noch. Ich habe noch Karten gefunden, Sven. Du hast doch Karten gefunden. Ich habe noch Karten gefunden auf dem Dachboden. Die waren in so einer Plastiktüte. Weißt du, so der alte Plastik-Einkaufstüte. Oh, und wie süß ist der denn? Und da habe ich noch so ein paar Karten gefunden. Das sind so die Top-Dinger. Ne? Ja. Die ich noch so von gefunden habe. Die wollte ich einfach auch nochmal zeigen. Dachte mir, vielleicht mal. Ich habe hier jetzt einen ganzen Karton noch voll mit Karten gefunden. Und noch eine Tüte. Und in der Tüte waren die krassen davon. Von den Pokémon-Karten zumindest. Ne? Ja. Da habe ich zum Beispiel einen Dragoran. Da haben wir einen Lavados. Oh. Ne? Finde ich voll geil, noch so alte Karten nochmal angucken. Arctos. Holo Pipi. Holo Tauros. Holo Volnona. Natürlich ein Meisterwerk. Sazenia im Holo. Omod in Holo. Holo Taubas hatte ich glaube ich auch mal. Fällt mir gerade an. Holo Giflo. Holo Aquana. Ziemlich viele Holos. Holo Visaflor. Ja, die Qualität geht halt auch noch klar. Also das sieht halt wie aus einem Spiel, muss ich sagen. Mm. Holo Quappo. Ich glaube, dieser Floss ist viel wert. Mhm, das sind wir halt auch. Holo Nidoking. Holo Zapdos. Ja. Holo Raichu. Raichu sind auch mal viel wert. Holo Nocturne. Oh. Ja, nee, da kommt die ganzen. Da kommt die Reverse-Dinger noch. Vor allem, das hier ist so ein Weihnachtsbaum. Ja, erzähl. Ich habe ja auch einen Holo dieser Floss, ne? Ja. Das ist das halb zerfetzte. Genau. Ja. Willst du deinen Visaflor gegen meinen Visaflor tauschen? Nein. Ich hab gestern schon angekündigt, wenn ich zwei Dummiesel hier drin finde, kriegst du eins ab. Yay! Ne? Hier ist ein Reverse. Wie ist denn das nochmal? Warte, ich habe ein bisschen Verzögerung. Der Weihnachtsbaum hier. Ich bin gerade noch bei Skorkler. Ja, Skorkler, genau, danke. Achso. Dann hier Reverse Sven. Haben wir noch? Reverse Sven, was? Bitte was? Und ein antikes Mew. Das muss ich mir ansehen. Ah,
okay, ich finde also das Reverse Flick, ne? Ja. Der Bio fand ich gestern so interessanter zu sehen. LOL. Ja? Und noch der dicke Pikachu, das fand ich auch geil. Kannst du mal gucken, wie wertvoll die ist? Habe ich schon gestern geguckt, das hält sich im Rahmen. Das ist nicht so wertvoll, wie man denkt. Okay, ich hätte jetzt Millionen untergeschätzt. Millionen? Sven, Millionen. Wenn die viel wert wäre, wäre ich nicht mehr da. Und tschüss. Sven, du machst das schon. Akadari? Akawea? Sowas kenne ich auch viel mal nicht. Oh, da haben wir wieder fair. Ja, aktuell ist er ja ruhig, ne? Sobald da wieder Leute hingehen, bin ich wieder weg. Jo, das sehe ich uns. Ja. So. Und das ist die Box, die wir heute aufmachen. Die kam am Mittwoch. Auch aus der Sonne-Mond-Reihe. Die Siegestraße, also Champion Road. Auch japanisch. Kam mit dem Flugzeug. Wird, glaube ich, ganz wild. Sehen wir schon, was alles so möglich drin ist. Ein Banetta, ein Xerox, ein Dummiesel-Legende natürlich, Logok, Elektroball, ne? Klassiker. Kann man sich alles auch natürlich, Pokolector, kann man das auch eingeben, Champion Road, dann seht ihr auch, was da alles drin sein kann. Ne? Hast du die letzte so, Sven? Willst du die haben? Ja, kannst du mir geben. Und dann beim nächsten Mal Remix Both ist nämlich auch noch unterwegs. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Jo, geil. Hat ungefähr einen Monat gebraucht, bis es da war. So, Champion Road. Ah, okay, dann steht jetzt alle, die ja drin sein können. Genau. Muss man die Box ja mal aufmachen noch, natürlich. Boah. Was da sind schon ein paar Feinis bei. Mhm. Vor allem auch mehrere Bruder Landers und so. Also die Chance ist gegeben für ein paar Sachen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall ein Kani mal. Auch nur eins. Das sieht so süß aus. Naja. Karten wieder. Hm. Ja, das ist halt mittlerweile auch normal. Hm. Okay, hau rein, Shining. So, das ist die Box. Hau rein, Shining. Bis morgen dann. So sieht es dann auch aus. Von Ihnen. Hier haben wir die für Päckchen. Oh. Schick, schick. Und da haben wir auf jeden Fall wieder ein paar vor uns. Da oben sieht man auch hier Sonne, Mond. Ja. Champion Road steht hier unten ganz groß. Kann man ja wohl eindeutig erkennen, wenn man japanisch kann. Nee, theoretisch, wenn man auch japanisch könnte, würden hier auch stehen, welche, was ist Nummer 1, zum Beispiel jetzt ein Sichlor oder was weiß ich, solche Sachen. Aber Nummer 1 müsste, Knuff, müssen Pflanzen-Pokémon sein. Ich glaube, Knuffschämse? Oder ist, nee, Raub, Quatsch, kann, Pflanzen, hier, Raupi war Nummer 1. Hier in dem Pack. Die Raupi-Reihe. Müsste das sein. Das ist ja vor dir. Das allererste Pokémon oben links. Ja, ist was anderes. Was denn? Knuffenso. Na doch, Knuffenso. Okay. War ich mir nicht mehr sicher, ob es Raupi oder Knuffenso war. Dafür haben wir dich hier. Das sind schon ganz coole Sachen bei. Hm. Aber ich freue mich auch auf nächste Woche, wo du, als du nämlich am Mittwoch gesagt hast, hey, lass mal einen Talkstream machen. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Jetzt nächste Woche haben wir aktuell für nächste Woche mit vorangekommen. Also ohne Spiel einfach nur Talken oder wie? Ja. Krass. Also, du hast hier Regeln gemacht. Auch so richtig mit hier Kaffee und Kuchen. Das kannst du dir überlegen.
Wo ist der Unterschied zu den anderen Swimbrettchen? So. So. Dann gucken wir mal, wie gut ich diesmal gemischt habe. Letztes Mal war ja Perfecto. Mhm. Als genau letztes Pack war dann das, was wir alle haben wollten. Würde mich jetzt nicht seelisch belasten, wenn es diesmal wieder so wäre. Bin ich ehrlich. So. Zack. Da ist es. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich mache euch privat. Wow. So, naja, aber dafür brauche ich natürlich ein bisschen Platz dazu machen. So. Gucken, ob die einfacher zu öffnen sind als die vom letzten Mal. Oder ich mich wieder schwer tue und sind voll depp. Es ist der zweite. Ja, mach's nichts. Holst du jetzt eine Schere, oder? Ja. So. Er wird zu Scheren, Mann. Scheren, Mann. Mach doch mal um, mein Scheren, Mann. Vielleicht komme ich auch morgen wieder. Was? Morgen wird dann, glaube ich, auch an so sich ein chilliger Tag. Also natürlich ein bisschen sehr. Da haben wir dann wieder schon liegen. Und dann DVD ein bisschen drauf. Ja. Da freue ich mich. So, letzte Mal war eine Karte vorne. Weil es auch wieder Sonne und Mond ist, probiere ich dann einfach mal. So. Ja. Fangen wir an. Wir haben einen Jungen. Wir fangen an. Oh, der fängt direkt wild an. So. Dann haben wir diese komische Kaktusviech. Wir haben einen Lavita. Dann die Feuerschnecke. Und wir haben eine Trainerkarte. Das ist so naiv. Trainer Card. Wie ist die Nummer? Schneckmark? Schneckmark, ja. Und Weiterentwicklung war Snackmark. Nee, Makago. Ja. Banana. Schneckmark hat mich ja so enttäuscht bei Pokémon Imperium. Ja, aber du Knogger hat dich auch enttäuscht. Und dann hast du es wieder reingenommen und dann lese ich. Du, Knogger hat mich nicht wirklich enttäuscht, nur ich musste es halt rausnehmen, weil ich ein zweites Feuer-Pokémon brauchte. Wie ah, fusionieren kann, weißt du? Hey, da weißt du, wenn ich immer nicht da machst du mir, was uns zerstörst, alle meine Fühle. So, wir haben einen Zombirus, der gerade am Clown ist. Wir haben einen Onix. Mag das auch auf dem Lippen. Das ist ganz cool. Ja. Wir haben eine Trainerkarte. Hallo. Wir haben einen Kengama. Wir haben eine Trainerkarte. Zu viel ist der, oder? Ja. Aber immerhin so ein Gagabau drauf. Ja, bis das ist halt das beste Jungmut. Aber ich habe gut gemischt. Wenn ich, weißt du, die Hits habe ich einfach nach unten. Snack. Absicht, weißt du? Ich, im Wald öffne ich gar keine Karten. Ich nehme einfach irgendwelche aus meiner Box raus, präsentiere die so. Oh, was könnte das für ein... So, wir haben einen Digivice. Ein Digivice, jo. Wir haben Sven gestern Nacht. Bitte was? Wir haben Lampi. Wir haben ein Onix. Oh, da ist der Heat. Und es war richtig von mir. Eine Karte muss nach vorne. Nächste Heat! Ich bin doch bei der Ampel. Da ist er zu GX Atos. Oh. Bauen wir schon mal dahin. Ich
Ja, nice. Wie geil das aussieht. Wild. Sehr, sehr wild. Ja. Viel Freunde unter euch. Das ist Nummer 14. Bei Surugaya für 280 Yen gehandelt. Ist das viel? Keine Ahnung. Aber Sonne und Mond, deswegen erwarte ich dann nichts. Ah, okay. Die Kollektion ist ja halt zu neu. Weil ist ja, die ist von uns ja, vom 2008. Oder ja, neu ist da halt nicht so beliebt und teuer. Ah, okay. Kann nicht alles eine krasse Dragon Ball zum Beispiel kosten, die auch einmal 10.000 kostet. Nee, du, geht nicht. So, next. Okay, $2.86. Nice. Zombies. Ein Kanimani. Kanimani, voll süß. Wir haben eine Trainerkarte. Ein Fumpy. Ein Sonnebonbon. Den kannst du bei einer aktuell gebrauchen. Nicht nur ein. Damit haben wir 3 von 4 Packs schon mal mit einer Trainerkarte. Geil. Was ist jetzt Max-Level? Weißt du dann echt so bei dir? Bei Imperium? Was ist jetzt neuer Max-Level? Nee, Max-Level weiß ich noch nicht. Also mein stärkstes ist glaube ich bei 104 oder so. Hm. Oder 106. Aber krass, ist ich denk mal, also ich denke mal 140 oder so, oder? Oder 150. Machen wir es, sind freundlich. Achso. Ah, das sieht so auch wieder fies. Hm. Deswegen, ich war schon halt am nächsten Woche am Einplan, da Pokémon das mal weggelassen. Ich dachte mir erstmal abwarten, bis diese Sache passiert. Oh. Aus Respekt. Ja, ja. Nicht, dass die Leute sich nachher freuen, ob irgendwas, wo du gar keinen Bock mehr hast. So, wir beginnen mit der Cross Train Card. Ja, nice. Ein Fumpy. Fumpy mag ich. Ein böse, ein Voltoban. Ein Bummels. Bummels. Ladies and Gentlemen, das ist die zweite GX. Ein wunderschönen Butterlander. Boah. Komm mal. Ja, erstmal. Da. Voll schön. Super, das ist nice. Ich finde Arctos vom Artwork her trotzdem noch schöner. Mhm. Arctos sieht halt wirklich aus, als ob es auf die Zug gibt. Ja, das stimmt. Der hat die Beine halt schon so ready, weißt du? Den nehme ich mit. Genau. Über Vulkan lasse ich los. So in der Art. Aber für die Glurak-Fans hat er kein Glurak dabei. So, aber eine Trainer-Karte. Ist auch besser zum Glurak. Da gehen wir direkt mit der Reihe weiter. Kindwurm. Auch ein schönes Album, wie ich finde. Guck so, als würde sie zuhören. Oder bei denken, essen? Ja. Ein Flemly. Auch süß. Damit haben wir schon mal die Reihe. Fehlt nur noch das Beste von denen. Wir haben einen wunderschönen Pokéball aus der Trainerkarte. Und. Tadada! Big Sven. Big Sven. Big Sven. Lul. Ist das jetzt ein Reverse-Foto oder? Das ist eine Reverse. Aha. Das ist ja hier ist überall außer so. Hier ist natürlich auch, aber quasi mehr. Ja. So, wenn es eine normale Holo wäre, wäre es nur drin.
Wie ist denn der Pokémon nochmal? Das ist Letaking. Letaking, natürlich. Du hast einfach mit King und dann war ich halt nur, für mich halt nur Lascher. Das wusste ich ja. Das kannst du ja nicht. Da, nee, fehlt, nee. Da fehlt die geile Schnecke auf dem Kopf. Genau. Wir beginnen mit einem Pommesball. Pommesball? Ja, das ist Pommes auf dem Ball. Drei Stück. So. Trainer. Trainer. Dampfer. Oh, Dampfer. Wieder der komische Kaktus. Und Ho. Oh, jetzt wollen Sie es aber wissen. Kein Hit, ist ja keine Holo, aber ein Ho. Finde ich trotzdem nice. Legendär ist immer okay. Auf jeden Fall. Legendärste haben wir aber links ja noch. Dummies, wie viel noch. Ich finde halt geil, weißt du, du hast einfach so, wenn du es krass genug trainierst, hast du direkt einen Legendary aus der vierten Gen. Ja, ne? Voll geil. Wir haben einfach mal. Wir machen weiter, nächstes Pack. Erstmal haben wir einen Kakaoböck. Mit Ultrigari. Das sieht aber einfach aus wie so eine Birne mit ein bisschen Limone und ein bisschen Scheiße. Ja. Nicht so manchmal. Ich mag das Pokémon überhaupt nicht. Wir haben eine Trainer-Card. Auch ganz gut. Na? Wir haben hier Sonnenfels, ne? Was ist die Sonne, oder? Warte, ich bin bei der Trainer-Card. Ne? Ist schon besser da. Ja, Sonnenfell, wie das heißt, ja. Nee, mein Favorite so, weil es so einfach ist, weil es so ein bisschen. Wird auch so ein bisschen eingefügt, also nicht so schön gemalt. Das sieht schon nice aus, auch wenn ich nicht von diesem Stil her so begeistert bin. Bin gespannt. Hit! Hit? Was für ein Hit? Hätte nur noch hier der Mitteltyp gefehlt. Oh, nice. Oh, Kapalurus. Ja. Geil. Lutoze und Kapalurus. Wie ist er in der Mitte nochmal? Lombrero, glaube ich. Lombrero. Ja. Aber finde ich ganz witzig. Weißt du, direkt hintereinander. Schöne Reihe. Was ist? Noch eine schöne Reverse. Das ist okay. Ich glaube, Lombrero war, glaube ich, so ein bisschen so wie so eine Art Thaddeus irgendwie so. War ein bisschen angepisst. Und Kapalurus geht ja immer so auf Party. War ja auch in Detective Pikachu, ja. Da haben wir auch Kapalurus, die waren dann die Barkeeper. Ja. Erst so gerne in Kapalurus als Barkeeper. Auf jeden Fall. Jeden Fall. Kapalurus ist an sich ein cooles Pokémon. Und welches Pokémon hättest du gerne als Wingman? Als Wingman? Als Wingman, ja. Oh, das ist schwierig. Am besten irgendwie was richtig Süßes. Ja. Weil dann kommst du die Frauen, weißt du, und dann so, oh, wie süß ist das denn? Aber es darf ja nicht zu süß sein, sonst kriegst du gar keine Aufmerksamkeit mehr. Ah, ja, steht auch wieder. Das ist so ein Arcani oder so ein Fukano, die legen voll auf sich. Ja. Denkst sich dann nur, ah, oh, guck mal. Von Evoli oder so. Der Kreis hat keine Schnitte mehr. Nee, Hundeborn wäre zwar cool, aber zu angsteinflößend. Ja, das ist halt nicht knuffig, das ist einfach nur cool. Und cool bringt dir nichts. Absurd vielleicht. Ja, absurd, ja. Vielleicht ein Anton? Anton, ja, aber Anton mag ich persönlich nicht so. Aber muss er ja auch nicht mögen, muss er nur als ein Wingman dabei. Ein Minon? Oder ein Pichu? Ja, könnte ich mir wieder zu knuffig vorstellen. Flammy ist auch zu knuffig. Das ist halt schwer, weißt du, die Parallele aus zu knuffig und okay knuffig, weißt du? Ich glaube Kanimani. Ich glaube, der würde gehen. Weißt du, so ein bisschen verspielt, süß, so. Aber halt auch nicht so kuschelig. Ja, vielleicht noch ein Shiggy. Ja. Weißt du, Shiggy sieht schon cool aus, aber nach ein paar Minuten bist du, da denkst du dir, ja, das ist ein Shiggy.
Ja, genau. So. Schwierig. Leider Artwork verkackt. Aber was willst du machen? Finde ich halt. Wirkt halt so Spielzeug, weißt du? Draschel oder wie das heißt. Ja, ne? Draschel. Weißt du, so einfach so in diesen. Als würdest du eine Spielzeugeisenbahn, das auf da auf dem Land hinlegen. Ja. Mhm. Oder Futterma. Naja. Aber ich persönlich mag Draschel auch nicht so. Kindboom ist cool, Butteranda ist mega und Draschel ist einfach ein Panzer. Ja, ist okay. Ja, ich weiß nicht. So, Kanimani. Dann haben wir dann haben wir unser böses Tempo. Böses Tempo, oh. Wir haben eine Trainer-Card. Natürlich. Muss ja, ne? Auf jeden. Und Reverse. Wie hieß der Mond noch? Luna Feld? Lunastein. Lunastein, ja, siehst du Lunastein. Wo ist der Luna für sie? Das einige Pokémon merken mir von mir, weil sie so wichtig sind. Ah, das ist auch okay. Ich hatte das meistens so, dass ich mit Pokémon, die keine Weiterentwicklung haben oder so, nicht gefangen habe. Ah, ich hab's schon gefangen, aber da sind haben sie halt keine besonderen Stellen mit bei mir. Aber so, ja gut, ist halt eigentlich. Außer Absol, das hatte ich immer. Ja, Absol war ja auch einfach so. Absol war von sich aus ja schon cool. Die hatten ja nichts. Hm. Das ist ein Stück Mond. Genau. Das sehe ich jeden Tag, das kann ich abends sehen, wenn ich hochgucke. Ja, ist wirklich so. Für die Sonne auch. Besonders, ja. Das ist sie jeden Tag. So sieht's aus. Ja, bei uns vielleicht nicht. Bei uns schneit vielleicht mal. Aber. Ja, das übliche deutsche Wetter. Ja. Wetter ist immer schlimm. Weißt du, über Ostern vier Jahreszeiten gefühlt gehabt. Hm. Aber ja, Schnee an Ostern finde ich auch mal gut. Das werden ja auch schon genug so grün im Winter. Ist ja Weihnachten. Ja, aber da kann man mal weiße krass. Ostern haben. Ja, auf jeden, aber ich finde das irgendwie krass, weil einen Tag vorher habe ich noch gekriegt. Ja. Und das ist ja dann auch fast jedes Wochenende gefühlt. Auch am Osterfeuer. Mhm. Das wird gemacht, so. Tag später war mal Schnee. Mhm. So, Trainerkarte. Lutotz. Ah, noch so ein Knetviech. Knetviech. Na, wie ist das nochmal? Ja, mit dem Lutschmund. Bin ein bisschen verzögert. Schlupphuck. Schlupphuck. Ja. Was hat denn eine Weiterentwicklung, Sven? Das findest du, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ich bin auch gespannt. Ein schönes Sichlor. Das Artwork finde ich zum Beispiel an sich auch ganz cool. Sieht halt auch so Cuff Riders mit Pose. Was wäre ja. Bei Ginyu Force? Sichlor ist krass. Und? Wow! Das muss man auch noch gekonnt machen. Ich habe gut gemischt, merke ich schon. Ne? Sichlor gefolgt von Xerox. Boah. Direkt hintereinander. Das ist geil, so ist geil. Dann haben wir schon die nächste GX. Geil. Ich bin stolz. Ah, hab ich gut gemischt. Nice. Xerox ist auch richtig wild. Da haben wir ein Verhältnis von 3 zu 3. Schon gute Sachen bei. Und heute noch ein Vorstellungsgespräch gehabt? Ja? Nee, zum Glück nicht. Kommen noch welche? Erstmal nicht. Okay. So. Pommesball. Wir wollen nicht so viele bei uns arbeiten. Onyx. So, zurück. Ein Kindwurm! Boah! Ist das GX? Elektroball! Was? Na, schon direkt Hit after Hit. So muss er laufen. So muss er laufen.
leckere Ball. Aber das Armband finde ich geil. Ist cool. Ich meine, das ich mag das Pokémon nicht so. Ja gut, aber dafür, dass es einfach nur ein Pokéball ist, was zum Leben erwacht wurde, ist das Armband ganz cool. Ja. Man muss auch mal deine Armband überlegen, auch wenn dein Pokémon vielleicht nicht so sein ist. Genau. Shining, weiß ich nicht genau. Ich schreibe dir am besten dann irgendwie. Sven ist in der Regel wach von 15 Uhr bis 16 Uhr und dann 18 Uhr bis Streamende. Ich war, ich bin mal vormittags wach. Ja, dann bis mittags, dann bis um 2 wieder da. Dann gehst du 3 ins Bett, dann bist du um 5 wieder da. Denkst du auf 2 Stunden Stream, dann lege ich mich nochmal kurz hin. Ich brauche halt meinen Mittagsschlaf. Ja. Ich brauch die. So, Pupita. Oh. Findest du nur Despotar? Naja, das Artwork ist, finde ich zumindest, ist nicht so unbedingt mein Favorit, aber ich finde es zumindest geil, dass es was Eigenes ist. Es ist jetzt nicht wie, das ist kein Knete, es wird schön ein Eigenes mit dem Gekritzel. Also ich finde alles, was kein Knete ist, ist besser als Knete. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Mhm. Pupita, Lavita. Das heißt natürlich, logischerweise, Leute, jetzt kommt Lampi. Versuch war es wert. Jawohl! Legendary! Hast du den Knockout City denn schon runtergeladen? Nee, mach ich heute Nacht noch. Ladies and Gentlemen, the legendary and only one. The Dummiesen. Und was passiert nach einer Legendary? Man kriegt nicht! Jawohl! Lugok! Ha! Snack! Geil. Ja, Dummies ist geil. Das ist nice. Das Lugok auch, ja. Das Pokémon. Ja, der Hit ist nice. Das Lugok auch. Ich war schon mal dahin. Wir wissen im Übrigen, wenn wir. David! Hallo David! Das ist wie das Band-Symbol, weißt du? Wenn der Dummiesen auftaucht, dann ist David da. Das ist aber so ein geiles Timing. David, ich hoffe, dir geht's gut. Shining, das ist folgendermaßen: Einer kauft sich das Spiel. 40 Euro war das laut teuer. Wusste nicht mehr, obwohl er es gekauft. Auf jeden Fall 40 Euro. Und der andere lädt sich einfach die Freunde-Pass-Variante runter. Der eine quasi installiert das richtige Spiel und der andere die Freunde-Pass-Variante. Und dann steht da im Hauptmenü, also dann in der Online-Spiellobby, steht dann Freund einladen oder Freunde-Pass. Und dann gehst du halt auf Freunde-Pass. Ja. Und jo. Easy. So, Svenny, mein Dummies ist ja schon mal da. Mal gucken, ob du noch eins kriegst. Ich hoffe. So. Dummies ist ja wild aus. Machen wir weiter. Unsere geliebte Feuerschnecke, diesmal mit Haus. Oh nee. Hey, jetzt haben wir zumindest die Reihe voll. Dann haben wir wieder unser Putztuch. Wir haben ein Snibbel. Snibbel finde ich auch an sich ganz cool, weil die Klaue endet mit diesen. Mit der Attacke, was so ein bisschen sonnenmäßig aussieht. Was er hält die Sonne auf einer Hand. Und ein Glühwürmchen, weißt du, so, haha, ich mach die jetzt fertig. Ja. Na, schon mal wieder scheiße. Unsere Spinne in Knete. Ich mag die Combo einfach nicht, weißt du, du hast die Knete hier vorne und das da hinten ist dann so dieses. Das ist nicht. Ich würde es nicht gezeichnet nennen, aber dieses. Naja. Dieser strikte Hintergrund mit Knete vorne, das mag ich ja nicht. Nee. Was ich schon eher mag, Leute, das ist ein Hit! Er ist ein Hit, aber es ist eine Träne-Karte. Erst die Vorfreude und die Enttäuschung. Na, zwischen die Ball, da unten hält er übrigens keinen. Ich dachte kurz, das wäre ein Hintergrund. Ich
Ich dachte, du musst kurz lachen. Ach, so ein Stück Nuss. Ah, ja. Das wär dann ab 18 gewesen, die Variante mit Kopf. Also diese Aprikosen oder wie die heißen da bei Pokémon, oder? Es kann sein. Aber hier ist immer, da ist ein Pokémon drauf mit Sand. Immerhin. Ja. Okay. David, noch gar nicht am Stream? Oder fängst du auf 21 Uhr, ne? Mit Tsushima. So, next one. Theoretisch müsste Remix Both, müsste theoretisch, wenn ich das richtig gerechnet habe, müsste das am Montag kommen. Ah, weiß aber noch nicht, ob ich das nächste Woche dann einplane. Ja. Oder ob ich, also spätestens, also übernächste Woche würde ich das machen, aber nächste Woche weiß ich nicht. Ja, okay. Müssen wir uns eh noch besprechen, was wir dann, wie wir das machen. Ja, dann musst du heute fast meinen Streamplan überarbeiten. Ah, shitty doodle. Ja, scheiße. Ja, wenn die Elgato spielen, dann boah, nee. Ja, das ist kacke. Oh ja. Dann hoffen wir mal auf den Fix, sobald das überhaupt noch möglich ist. So, dann streamst du nachher nur LOL oder hast du dir was anderes überlegt? So, machen wir da Hit! Du schon? Sigi, Sven, mein Glückwunsch. Dummiesel. Legendary Dummiesel, Leute. Sven kriegt jetzt auch eins. Geil. Jetzt haben wir Svens Dummiesel. Kannst du dann aussuchen, ob du der erste oder zweite haben möchtest? Ich will das haben. Trainerkarte. Wir haben ein Kanimani im Pack. Und nach Svens Dummiesel, wenn in dem Pack Svens Dummiesel war, dann kann in dem Pack auch nur ein Hit sein. Nämlich die Schiele. Ja. Ist ein Hit, aber ja. Ich habe ihn die Freude über die Spinne. Die bekämpfe ich in Hand, ja. Jo. Man ist cool, ne? Ich freue mich natürlich. Aber das Artwork ist geil. Ja, stimmt. Das Artwork ist nice. Das ist besser als die Knete mit schönem Hintergrund. Auf jeden Fall. Immerhin, nach Weber, wenigstens für Weberer Weiterentwicklung wird ein bisschen lieber abbekommen. Mhm. Also, die Weiterentwicklung ist eine Reverse mit einem coolen Arbe und die erste Stufe ist einfach ein Haufen Müll mit Knete. So sieht's aus. Ja, naja, es kackt in der Generation halt ab. Weil in der Generation ein bisschen besseres da ist an Käfern. Es gibt ja aber auch nicht viele gute Käfer. Also die besten Käfer sind an sich immer noch Sichlor, Schilfox, Ende. Skaraborn. Hey, Pinsir Mega ist immer noch geiler. Ja, Pinsir ist auch noch okay, aber ich finde Skaraborn noch besser als Pinsir. Das böse Pinsir entwickelt sich als ein Megasort-Kopf. So. Die Weiterentwicklung von unserem alten Kaktus. So. Da. Immerhin machen sie den Artwork einheitlich, aber Lutschmund mit Knete ist halt Lutschmund mit Knete. Schneckmann. Kindwurm, der siebte. Ja, okay. Na, dann machst du halt nichts. Aber es ist immer eine Alternative. Hm? Dann kann man es ja so lange machen, bis man es besser hinkriegt! Ach, Trainerkarte. Kacke. Sorry, was ich immer erschreckt. Ich denke jetzt richtig sowas krasses und. Trainerkarte. Ja, sehr gerne auch. Ich denke, so ist er so. Ja, Despot, der versteckt sich doch. Trainer sind Müll. Ja. Allein Ash, da fängt schon auf. Ja, Mist Zippy Sip. Kann nur in Aloha gewinnen. Ja. Dann für die Story sagt hier jetzt am besten, jetzt wäre es am besten, sagt er so. Jetzt noch. Ich glaube, wo es am besten war. Wenn es vom Storytelling passen würde, dann sagt er selber so, nee, geht lieber für Kacke hin, sondern macht da. So, es fängt genau mit der Karte an, die wir als letztes hatten, Trainerkarte mit Lauch. Dann machen wir direkt weiter mit, das erwähne ich einfach gar nicht mehr. Flummkiefer. Ja, das ist geil. Ich mag tatsächlich Flummkiefer.
Ja, Flunkiefer ist cool. Flunkiefer gehört auch zu den 10 besten Pokémon, was Resistenten und so angeht. Stahl, Fee ist. Nee, Fee ist, glaube ich, erst die Mega-Entwicklung, ne? Müsste. Obwohl. Vorher ist es nur Stahl oder was hat es. Ist das nicht auch Stahlfee? Stahl auf jeden Fall. Also Stahl ist safe, aber. Das hat, glaube ich, auch schon Fee. Zumindest hatte das in der Fusion hatte das auch schon Fee. Genau. Was aber nicht immer die Regel ist. Bei Flunkiefer war ich immer voll verwirrt, wo ich es noch nicht wirklich kannte, was es für ein Typ ist, weil es sieht für mich nicht aus wie ein Stahl-Pokémon. Na gut, das stimmt, aber daran geht es im Pokémon ja auch gar nicht. Nee, aber wenn du da so sitzt, ne, und du greifst es an, irgendwie, keine Ahnung, jetzt mit Wasser oder irgendwie, oder Pflanzenattacken, und du wunderst dich, hä, warum ist das nicht sehr effektiv? Ja, so Psycho, weil, ja, könnte Kampf sein. Ja, könnte Kampf sein, oder, keine Ahnung, Unlicht. Ja, so an sich finde ich das ganz cool. Weißt du, welches Pokémon das Beste ist, was Resistenzen und Immunitäten so angeht? Nee, erzähl. Der beste Pokémon ist quasi die Magneton-Reihe. Echt? Das hat die meisten Resistenzen bzw. Immunitäten. 13 oder so. Aber ist an sich easy peasy zu besiegen. Weil du die richtigen Pokémon dafür hast, ja. Aber von den also es hat, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, 10-3-Verhältnis oder so. Also es ist das Pokémon, was am meisten Resistenten hat. Krass. Weil Stahl und Donner. Donnerstahl ist halt am geilsten. Mit Magnet habe ich jetzt gar nicht gerechnet, weil Erdbeben oder irgendwie andere Erdattacken, weg. Genau. Feuerattacken, weg. Ja, aber es hat auch Schweben, dann kannst du doch Erdbeben nicht nutzen. Ja, aber es gab aber, glaube ich, irgendwie eine Edition, da gab es Schweben noch nicht, da konntest du Erdbeben reinbuttern. Ja, am Anfang, Sven, da gab es auch Fehler. Ja. So, machen wir weiter. Ah, hier. Das ist auch cool. Das Artwork ist auch nice, weil es auch wieder dieses Kritzelte ist. Hier, Lampis Weiterentwicklung. Wie ist denn das nochmal? Landtour. Landtour, ja, stimmt. Landtour. Das Artwork ist ganz nice. Also, ich glaube, mein Artwork kann man. Ist halt so ein bisschen. Alles so neuer so, aber so dieses alte Gekritzelte finde ich immer noch am geilsten. Wie erinnert mich das Pokémon ein bisschen hier? It Takes Two mit diesem Angelfisch da. Ja. Halt friedlich. Ja, nur ein süßer Knopfi. Ja. Landtour wäre auch ein guter Wingman, glaube ich. Glaube ich auch. Weißt du, mit den leuchtenden Bällen, weißt du, dann lockst du die Glühwürmchen an. Ja, geil. Hm? Bist du neidisch, dass du keine goldenen leuchtenden Bälle hast? worauf du auch neidisch bist, Sven, ist auf den. Ach, ein Ho. Ja, Ho ist cool, aber wir haben schon. Noch ein Ho, geil. Yay. Ja, ich freue mich. Oh, scheiße. Ah, das ist Legendary. Ja, scheiße. Wobei ich natürlich nicht freue mich, aber wir haben halt schon Ho. Deswegen ist es der zweite Ho. Da freut man sich natürlich nicht so sehr drauf wie auf das erste Ho. Mhm. Ist ja normal. Man freut sich auch mehr auf das erste Kind, freut man sich auch mehr als auf das zweite. Lass mal. Was denn? Entschuldigung, muss ich einmal kurz reden, weil meine Mutter reinkam. Achso. Ja, auf das erste Kind freut man sich jetzt zum Beispiel auch mehr als auf das zweite. Auf jeden Fall. Ja. Stell dir vor, dann kommt noch das dritte. Da denkst du dir so, ja, ich hab keinen Bock mehr. Nee. So. Auch gar keinen Bock mehr hat das Sonderbonbon. Oh nee. Bei Sven zumindest nicht. Dann das Interview-Team, was Sven fragt, wie oft wollen sie noch verlieren, und Sven nur so, ja. Du Fuchs, du. Danach kommt dann Flemly, was ich dann auch denke, was Sven kann ich auch. Ja, ja. Ja, Flemly, mega. Ja. Dann haben wir wieder Flunkiefer, was von Flemly fertig gemacht werden würde. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir Dices! Also werde ich nicht damit rechnen, weißt du, wenn ich schon gar nicht die Hoffnung aufgegeben habe. Ich bin ja, auch der Dritte da. Ich bin auch der Dritte da. Ich bin der Zweite. Ja. So, Despotar, Leute. Damit haben wir die Reihe auch voll. Ja, geil. Ja, nice. Despotar ist immer nice. Das Artwork ist auch ganz cool. Der Hintergrund ist ein bisschen zu einfach, aber es passt halt auch. Wegen dem dunklen Design und so. Ja. Das ist nicht ganz geil. Auf jeden Fall. Finde ich nett. Mag dieses, aber es wirkt halt wieder so, ja, draufgeklebt, weißt du, so stickermäßig. Ja, ist nicht. So, YouTube-Thumbnail. Weißer Rand,
Rekummer und Schand, weiß man ja. Deswegen machen wir das. Ja. Aber schön. Ja, du. Frag mal Nora. Der musste dich auch noch auseinander. Drachen-Pokémon sind auch nicht mehr so das Wahre. Wir haben irgendwie so eine Schnecke, die irgendwie Drachen-Pokémon ist. Ja, wir haben irgendwie einen Apfel. Wir haben die Stadt. Ja. Ja. Also, mittlerweile. Ich fände. Wie ist denn das nochmal? Dieses Fanmade. Fakemon, glaube ich. War ein einfacher Name. Da gibt es so. Da habe ich mal durchgescrollt. Gibt es viele Seiten für. Oder auch Insta oder so. Ja. Oh, hier wird ein kleines Stück gegen Flambi getauscht. Nice, Trainer. Und da gibt es auch so viele coole Pokémon, die tendenziell so vom Design her auch passen würden. Oder halt, wo sowas halt noch offen wäre, weißt du? Wo man in dem Bereich halt noch was machen könnte. Ja. Also die haben tendenziell ist da halt noch viel Cooles bei, auch im Typ Drachenbereich, aber irgendwie, weiß ich nicht. Nee, war nicht mehr so viel von Nintendo mittlerweile seit den Curry-Sorten. Hätte immer weniger Curry gemacht und sich mehr um den Drachen konzentriert, und dann einfach, ja, was machen wir denn? Ja, machen wir ein Haus draus. Ja, oder einen Apfel. Oder Apfel. Oder vorher gab es eine Schnecke. Und der Apfel wird entweder dick oder dünn. So, wir haben Voltuber. Damit ist Elektroball nicht mehr ganz. So alleine. Ja, ja, der hat immer einen Flug bekommen. Bälle. Das stimmt. Ja, der hat immer einen Flug bekommen. Da, das ist am Blumenbock. Einmal ein Flamly. Auch der siebte oder so. Wir haben einen Landtour. Der Womanizer himself. Und Kanimani ist weiter im Weg. Unser Höhlenmensch. Das Höhlenkanimani. Finde ich vom Design her. Fand ich immer schwierig. Macht. Die Schürze habe ich mir nie erklären können. Ja. Ich meine, es passt natürlich vom Gesicht her. Da sind nämlich auch ein paar Leute, die ich so kenne. Naja. Oh, kein Herz in diesem Pack. Aber wir haben ja ein paar. Ja. Auf jeden Fall. Vom Sven an Dummiese, was will er denn? Jetzt habe ich alles. Kannst du ja einen rahmen. Auf jeden Fall. Müssen wir gucken, wie wertvoll das Dummies ist. Ja, wir jetzt einmal über das Display gucken, aber schon in die Wand Dummies. Was wäre, wenn ich das gut trainiere, dann wird es irgendwann hier Giratina. Auf 100 Level 40. Weißt du, dann zerstört es einfach alles. Dann kannst du durch die Welten fliegen. Was war Giratina denn nochmal? Der eine hat die Zeit. Der andere, hat Raum. Hat Raum, genau. Was war Giratina? Zerstörung? Hölle? Giratina hat eine andere Dimension, irgendwie die Spiegelwelt. Achso. Achso, der hat den kürzeren gezogen. Genau. Das gute Design, aber der kürzeren. Yes. So, wir haben Digivice. In der Pokémon-Welt. Wir haben wieder unsere. Ja, gut, das ist weniger. So, wir haben einen Landtour. Der Womanizer himself. Wir haben ein Sonnenfeld. Neben der Sonne. Haha, witzig. Wir haben ein Mundtier. Das Design finde ich geil. Ich bin auf der Landtour. Das ist ganz cool so. Dieses. Wer hat meine Banane geklaut? Gib's her. Los jetzt. Mundtier. Und wir haben natürlich. Ein. Achso, da war die Karte schon scheiße. Jetzt war die letzte. Ich war da schon sogar sein will. Scheiße. Ja. Ah, fasch. It takes two, wenn die Minispiele gewinne ich. Das gab's aber auch nur du. Wenn du Townsend verlierst, wenn Mavis befolgt. Echt? Warum das denn? Dann bist du auf jeden Fall eine Kameraführung und so. Hat aber immer mehr erklärt. Nachdem ich mich mal fertig gemacht habe.
Ausreden gesucht. Ich weiß nicht, ob das ist, aber... Danach hat er nicht gemerkt. Du musst übrigens nachher auch den Schach spielen. Das wird's nicht. Okay. Holger hatte einmal keinen Bock in It Takes Two. Einmal, dass man für Schach spielen muss. Ich hab mich so drauf... kann, oder? Naja, wohl, das so wohl, dass ihr spielt. Das war doch voll doof. Ich hab ganz auf langes Spiel gestellt. Ja, auf schnelles Spiel. Ich hab gewonnen. Wir haben ein langes Spiel gemacht. Am Ende dann unentschieden. Ja. Holger, das ist so Charakterbock. Und am nächsten Tag habe ich dann das Schachbrett gefunden. War ganz witzig. So. Lambrero. Design ganz okay. Ja, aber jetzt haben wir die Reihe auch voll, ne? Und die Reihe haben wir auch voll. Wir haben auch einen Kangama voll. Was die gleiche Bewegung macht wie die Mutti, ist ganz nett. Das mag ich. Mhm. Und mal Draft 8. Wir haben einen Sichlor. Wir haben einen Lutuzel. Wenn wir jetzt. Okay, wir haben zwei aus einer Reihe. Was könnte das dritte sein? Ja, diesmal haben wir noch eine Karte übrig, Leute. Was wird es sein? Was meinst du? Ich rate auf ein... Stalos. Ich sag Pantimos. Ich sag Stalos. Ah, Satania! Mann! Natürlich! Beide daneben. Aber nice. Jetzt. Ja, finde ich ganz nice. Ist nicht so mein Favorit, ja? So vom. Es gibt deutlich schlimmere Artworks, aber das ist ganz okay. Ich mag die ganze Reihe nicht. Ja, mir geht's ums Artworks, weil mir geht's nicht immer ums Pokémon. Ja, trotzdem. Ist negativ, kann man sein. Salz? Nee, ich mag auch dieses Rauch, also dieses Giftrauch, oder was da Sazilia gerade aussprüht, irgendwie. Das mag ich auch nicht. Also magst du das Artwork, magst du? Auch nicht, nee. Ja, okay. Also, okay. Gibt was Besseres. Gibt Besseres. Ich meine, dafür, was man so mit Satania machen kann, das willst du Besseres machen. Ja, ich weiß nicht, wie das gut ist. Was gut ist. Das ist. Ja, darf man ja nicht erwähnen. So weiter. So, nächste Pack! So bin ich auf, ich guck den One Piece Film im TV. Oh, okay. Viel Spaß. So, Kanimanis Weiterentwicklung. Film. Wie ist denn das nochmal? Ja, das müsste Tyrakrok, glaube ich, sein. Oder? Ja. Ich glaube Tyrakrok. Das merke ich halt gar nicht. So, wir haben Snapple. Schon wieder. Wir haben Knofemsas. Das Artwork finde ich aber sicher ganz geil. Das ist ein cooles Artwork von Knofemsas. Dann haben wir die Reihe auch durch, denn, ne? Die Reihe haben wir auch durch. Das ist doch besser aus der Reihe vom Artwork her. Ja. Knofemsas auch nicht das krasseste, natürlich. Aber vom Artwork her ist das ist cool. Artwork ist okay, ja. Wir haben Kanimani. Da haben wir beide in einer Reihe. Was wohl das finale Ding da wird? Ja, ich sag vielleicht finden. Ja. Snack. So kriegt man Starter. Aber die ganze Reihe einfach in einem Pack. Ja, Snack. Ja, geil. Ja, ist geil. Leute. Guck dir so ein Pagata an. Aber auch wieder wie bei Despota. Einfacher Hintergrund. Draufgeklebt. Ja, Thumbnail, ey. Ja, Thumbnail-Karten sind nicht so meins. Aber Impagata ist trotzdem cool. Ist cool, aber selbst auf Satania Artwork besser, weil das nicht draufgeklebt ist. So. Einen nach vorne. Einen nach vorne? Die Karte ist der Hit. Sag ich doch. Zweimal draufklopfen. Okay, Schnecken. Funny. Ja. Dummiesel Nummer 3! Ich hab so viele Legendaries heute, das ist der Wahnsinn. Ja. Ah, Trainerkarte, die Tobi und Sven schon wieder, wie oft er noch verlieren will. Ja. Sonderbonbon! Nein. Brauch ich? Immer einen hätte dabei. Jo,
Gibt's dafür extra Sonderbonbons eigentlich? Ab über 100 oder ist das normal? Ganz normal, kannst du reinbuttern. Hast du schon gemacht? Ja. Hast du was gemacht? Nee. Was heißt eigentlich vom neuen Hotfix in Hand? Die gestern gab. Kann ich nichts zu sagen. Achso, okay. Bei Hand habe ich bis jetzt gar nicht angerührt. Hm. Weil das eigentlich nur mit euch dann spielt. Hm. Ja, die Giftbolzen von der Armbrust wurden genutzt. Echt? Ja. Und die Giftspritze? Ja, die nicht. Ist da irgendwie was Krasses reingekommen in Hand? Nee, das war nur ein kleiner Hotfix, das war auch nicht viel. Ah, okay. Da waren eben mehr so Bugs und wegen Nachladen und sowas alles. Aber dann haben sie einfach mitgenutzt, dass sie den Schaden von 127 auf 107 runtergemacht haben beim Giftbolzen. So, Taschentuch. Und Voltoball halt. Erwähne ich gar nicht erst. Und Trainerkarte. Mal schauen. Kein Heat. Kein Heat. Ich freue mich so auf nächste Woche. Nächste Woche will ich irgendwann. Ich finde nächste Woche mit dir einfach eine schöne, chillige Woche. Eine schöne, chillige Woche. Weil wir zum Beispiel. Wir fangen mit, zum Beispiel nächste Woche mit dem Just Fighting Stream. Aber ein bisschen. Ja. Also dann. Das ist ja schon mal chillig. Auf jeden Fall. Das ist einfach nur labern. Das ist ja nice. Mhm. Ja, und dann vielleicht noch ein Party Game oder so. Und da gibt's viel Option. Was man macht. Ja, du hattest mir auf hier Steam, ja, du hast mir irgendwie so auf so ein hier Party Game Link geschickt, irgendwie mit Filme, irgendwie keine Ahnung, was ja, das ist. Ja, das, solltet ihr das zumindest mal angucken, werden wir nicht machen, weil es nur, was kein Online-Modus hat. Deswegen, leider in dem Bereich des Mobs. Aber das Spiel an sich sah ganz cool aus. Ja, also fand ich interessant. Mhm. So, Lambrero. Deswegen müssen wir halt noch gucken, was wir dann gut an Partygames machen. Ich habe noch eins in den Akadari-Partner reingestellt. Kostet natürlich dann wieder 12 Euro und dann müssen wir halt viele Leute sein. Also tendenziell werden wir wird das eh ein Spiel sein, was wir eh nicht spielen werden. Wie viel muss man denn sein? 8. 8, Das wird halt eh nichts, was aktuell auch nicht im Hype ist. Und allein deswegen ist es ja schon schwieriger, was zusammen zu kriegen. Genau. So. Und 12 Euro möchte auch nicht jeder gerade für ein Spiel ausgeben. Mhm. So, Kangama, also Sichlor, Kangama. Ja. Hässlich? Trainer. Drei Kaktipacks hintereinander. Wo stimmt gar nicht. Im dritten davon. Im ersten davon von den dritten. War ja der Dummies. Genau. Drei Dummies sind besser als eins. Jo. So, tendenziell fehlen ja noch ein paar. Wie viele hast du noch? Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, ja. Das ist jetzt Nummer 6, dann haben wir noch 5. Ja. So, Trainer. Dummiesel Nummer 4, Dummiesel Nummer 4, geil. Trainerkarte. Krass. Ich hab gerade einen Tee, hat wieder reingepinkelt. Wenn die Sonne fällt, guckt die Sonne an und denkt sich nur, warum bin ich selbst im Vergleich zu einer Sonne kacke? Und Null Trigaria in Nassau. Ey, das ist halt echt. Das ist besser als draufgeklebt, aber es ist. Naja. Das kann ich nicht als Artwork zählen lassen. Von mir aber wieder das Wochenende. Attack on Titan ist ja in Pause, aber da habe ich jetzt. Dafür ist ja My Hero Academia jetzt angefangen. Das heißt, ich habe weiterhin drei Animes pro Woche. Ich gucke mal. Oh. Digimon ist halt aktuell leider Much, weil es so viel Filler hat. Ja. Ne? Freizeitpark, davor war es Fußball, also naja. Da sehe ich mich leider. Ich guck's, aber ich bin da nicht mehr voll drauf. Dragon Quest ist aktuell mega nice. Weil Vegeta jetzt zum Beispiel wieder da ist. Und ja. My Hero Academia hat zum Beispiel auch erstmal ist halt angefangen, deswegen halt noch nicht so wild, aber ich find's wieder nice.
Hab gestern habe ich noch hier das Finale durchgelesen von Attack on Titan. Also Attack on Titan ist jetzt heute offiziell beendet. So, Trainer-Karte. Weberak. Hässlich. Lavita. Nice Cyborg. Mag ich. Auch wenn das so CGI-mäßig im Hintergrund aussieht, was schon wieder kacke ist. So, Schneckma. Hat ein schönes Artwork. Sven wird angerufen, muss gleich doch noch arbeiten. Und Jungblut. Na schau. Oh, ich hab nicht gut gemischt, ich merke das. Jetzt ist voll die Flaute. Zu viele Hits hintereinander, ich wusste, dass das vorne. Kann ich alles im Hit sein? Ja, freue mich. Bisher kann ich zum Beispiel jetzt am Samstag mein Anime-Tag machen. Weil zwei davon ja schon am Samstag, weil die ja schon am Samstag da sind. Tekken Titan kam ja mal am Sonntag, deswegen habe ich den am Sonntag immer gemacht. Jetzt kann ich den halt zum Beispiel TNC am Samstag wechseln. Oh. Das ist an sich auch ganz cool. Worauf guckst du mit Dragon Quest? Alle drei, die ich jetzt noch habe, sind bei Crunchyroll. Deswegen Wakanim habe ich jetzt erstmal pausiert, weil da habe ich halt nur Attack on Titan drüber geguckt und jetzt habe ich da über Crunchyroll. Und die gucke ich alle jetzt aktuell immer über Fernseher, über die App. Vom Fire TV Stick. Finde ich halt angenehmer. Also, am Abend guckst du dann halt mal eine Stunde noch Animes an. Weil das ist ja immer so ungefähr 20 Minuten. Mhm. Bei Digimon mache ich mal zuerst an, dann kann ich noch hier am PC was fertig machen. Und danach bei den anderen beiden bin ich dann spätestens am Sofa. Und Wakanim, kann man das so kündigen, oder? Ja, das kannst du auch kündigen. Weil ich gucke da nämlich jetzt momentan dann noch hauptsächlich hier One Piece, aber ich glaube, das kann man woanders gucken. Ja, das kannst du auch bei Crunchyroll. Ja, cool. Da kann man einen Rant über starten, ne? Da kann man so einen Rant über starten. Wie kann man sich denken? Wie kann man sich denken? Auf die Schulter klopfen. Das ist es. Da machen wir. Ist halt ein Gift-Pokémon, ne? Gift ist Schmutz und Schmutz muss auf einer Karte verewigt werden. Sagte der Gengar-Fan. So. Dopfer. Gengar ist cool. So. Lamp. Ah, das ist zum Beispiel nice. Weißt du hier? Nix mit Thumbnail. Das ist kein Knete. Das ist einfach nur. Okay. Oder zum Bieres. Weißt du, zum Bieres schon wieder Thumbnail. Wieder kein Hit. Ich glaube, es hat sich ausgefittet. Also, zum Beispiel, übrigens, Crusader Kings, da bist du ja nicht up to date. Nee. Ja. Da gibt es also auch Charakterausstellung. Dann kannst du deinen eigenen erstellen. Ja, hab mich selber erstellt als König. Als Wikinger. Der König muss ja selber machen. Erstmal werden. Alles dann auch ein bisschen wieder. Aber, der Stiefel irgendwann. Ja. Und kannst du die Nachfolger dann auch wieder selbst gestalten, oder? Ja, also kannst du. Das Aussehen, also das Design, so Gesicht und so, ist ja von den Eltern. Ja. Ja, und Haare und Outfit kannst du ändern. Mhm. Solange du Kontrolle über die hast. Wenn die zum Beispiel einen Besitz haben, Land oder so, kannst du die nicht ändern. Mhm. Aber solange die zum Beispiel Stöpsel sind oder also denen du noch nichts zugeteilt hast oder so, oder die automatisch was zugeteilt bekommen haben, easy snack. Ja, okay. So, Pupita. Okayes Design. Dann ein gutes Design, Clefemsa. Dompfer. Ja. Shit-Design, Weberak. Und direkt wieder zwei hintereinander. Ja, Spinne auf der Spinne. Oh. Dann merkt man direkt, wie viel Liebe in dem Design drin ist. Knede-Scheiße. Und in dem weiter wieder mit Ariados. Was ein cooles Design hat. Ja. Ja. Knetscheitel, ey. Gar kein Bock.
Aber bin ich gut hingekommen, glaube ich, mit. So, ich dachte so 21 Uhr ungefähr Crusader Kings. Ich glaube, das ist ganz gut. Hm. Ganz gut geschätzt. Aber aktuell 5 Kinder. Geil. Nice. Ne? 3 Mädels, 2 Jungs. Die letzten beiden noch im Stöpselalter oder? Mehr oder weniger 3 noch minderjährig. So, Trainer-Karte. War alle von derselben Mutter oder ja, hast du schon? Alle von derselben. Nee, ich hab nur. Tendenziell ist das nur ist das ein Luxusding, was du machen kannst mit mehreren, weil du kriegst so oder so genug Kinder. Ja, okay. Mit einer 5. Viel mehr ist auch nicht nötig. Nee. Kannst du da auch noch die Religion ändern oder? Kannst du auch, die... auch vor allem bei der Charakterstellung, kannst du sagen, was du willst. Du kannst im Norden anfangen und kannst indische Religion wählen. Ja, ich glaube, dann ist es schwierig, oder? Dann hast du dich alle, ja. Hast eine andere Religion? Weg! Krass. Und dieses affige Verhalten zieht sich bis heute durch. Willkommen in der Menschheit. So, Trainerkarte. Bummels. Bummels. Kaktus. Fumpy. Und Dresche. So. Letztes Pack. Letztes Pack, Leute. Letztes Pack muss was Gutes sein. Das muss was Gutes sein. Muss. Es kam so viel Schmutz. Es kam so lange Schmutz. Ich meine, okay, einmal ein Ariados, aber... Das hatten wir doch schon. Das ist alles auf die auf das erste Drittel gemischt. Das muss auch einfach machen, wie ich. Jetzt darf kein Spitz kommen. Ich glaube, jetzt ist so eine Regenbogenkarte drin. Regenbogenkarte? Du meinst die Platin-Dinger quasi. Ja, genau. Die Farbenspritzen, die du anmalen willst. Ja. Ja, da haben wir noch gar keine von. Dann wird zumindest eine wäre nice. Ich glaube, Pantimos. Und Pantimos haben wir auch noch nicht. Banetta fehlt ja theoretisch auch noch. Ja. Ne? Vom Bild her, Banetta fehlt. Banetta und Pantimos. Gina. Fangen wir mit Muntier. Muntier. Bummels. Okay. Muntier motiviert. Bummels, ja, okay, dann kommt noch ein Later King. Ja, dann wird ein Later King am Ende, okay. Hat es wieder eine Diskussion. Beendet! Knuffhemser. Flunkiefer. Tief durchatmen. Einmal trinken, Leute. Trinken bringt Glück. Und jetzt, was eh geskriptet ist, gibt's einen Stolos. Naja, gut. Stolos Hit. Reverse ist okay. Ist okay. Hit ist Hit. Ja, da bin ich ganz zufrieden mit. Ich habe aber echt so gemisst. Was ist? Ich habe zuerst das Gefühl, nur die JX-Karten bekommen und dann nur die Holo-Dinger. Hm. Aber nice. Aber so an sich, das ist wieder gut gelaufen. War eine wilde Mischung. Denn es war ja alles dabei, was man haben wollte. Was Banetta gefehlt, aber. So, und die. Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die anderen GX-Karten. Ich habe quasi alle ersten GX-Karten bekommen. Ja. Stolos, Ariados, Bogatos, Xenia, Despota, Ariados, Trainerschmutz, Logok, Lunastein, Kapalores, Lashu King 2. Elektroball GX. Sheerox GX. Finde ich übrigens auch ein cooles Design. Butalanda. Und Abtus. Ist okay. Kann man machen. Ist okay. Mhm. Habe ich alle direkt in meine Box. Mein wunderschönen Karton. Ich habe ja schon neue Top-Loader bestellt. Ich habe ja nicht mehr genug.
Aber fürs nächste Mal wird es dann auch schwierig. Ich habe jetzt schon, für die habe ich nicht mehr, mehr genug. Ah. Oha. Ja, jetzt auch mit den alten Karten, die ich gefunden habe. Schwierig. Ah, so ist das halt. Na? So, dann hat Spaß gemacht. Auf YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Like und ein Abo da und ja, so weiter. Bla. Glocke drücken und so, ja. Genau. Kommentieren. Kommentiert doch mal, ja. Hier schreibt ja eh keinen. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far.